Seid gegrüßt, meine lieben Freunde des Universums. Heute geht es endlich, wie lange angekündigt, um Robert Bob Lazar. Dieser faszinierende Mensch ist bereits vor 20 Jahren in den Medien gewesen, als er damals Behauptungen aufstellte, die die sogenannte Area 51 mehr oder weniger berühmt gemacht hat. Robert Bob Scott Lazar, geboren am 26. Januar 1959 in Coral Gables, ist ein US-amerikanischer Ufologe. Er behauptet, Reverse Engineering außerirdischer Technologie betrieben zu haben und hat aufgrund seiner Äußerungen zu UFOs mediales Interesse erzeugt. Also, dieser Mensch behauptet tatsächlich, von der Regierung beauftragt worden zu sein, den Antrieb eines abgestürzten UFOs nachzuvollziehen und nachzubauen? Das sind ja schon mal allerhand Behauptungen. Doch schauen wir mal weiter. Es gibt nämlich zahlreiche Details, die nur schwer widerlegt werden können. Bob Lazar ist ein Physiker, der damals auch nicht paranormale Sachen entwickelt hat, wie zum Beispiel ein Jetcar. Durch sein Jetcar begann er bereits mediales Interesse zu erzeugen und war dadurch eine kleine Lokalberühmtheit geworden. Zum Nachteil seiner späteren Arbeitgeber, wie sich wohl herausstellen würde. Kurze Zeit später wurde er von der amerikanischen Regierung engagiert, ein Teil eines Teams zu sein, welches ersetzt werden musste, da dieses Team, welches ersetzt wurde, bei einem schweren Zwischenfall in der sogenannten Area 51 ums Leben kam oder schwer verletzt wurde, als an dieser besagten Alien-Technologie geforscht wurde, beziehungsweise mit gefährlichem Halbwissen experimentiert wurde und es zu diesem schweren Unfall kam. Naja, wie dem auch sei, es gibt selbstverständlich eine Website über ihn, von ihm, boblazar.com, wo alle wesentlichen Punkte zu seinem Leben und zu seiner Ausbildung und seiner Tätigkeit in der Area 51 Sektion 4, also S4 auch genannt, zu lesen ist. Seine Behauptungen sind allerdings genauso stark in der Kritik, wie sie fast unglaubwürdig scheinen, wenn man seinen Lebenslauf nämlich nachforscht und seine Behauptungen versucht nachzuprüfen, wird man schnell gar nichts finden. Also alle seine Behauptungen an der MIT oder an bestimmten Schulen eine Ausbildung gemacht zu haben, lassen sich nicht mehr nachprüfen, da besagte Zeugnisse nicht mehr aufzufinden sind. Aber hey, also wenn ich den Auftrag hätte, jemanden so Wichtiges, der solche wichtigen Informationen an die Öffentlichkeit trägt und nicht auf die altübliche Revolverart und Weise aus dem Weg geräumt werden kann, da er nun ja schon ein bisschen berühmter ist, würde ich doch genau diese Informationen über ihn aus dem öffentlichen Raum entfernen. Ich würde natürlich aus so jemanden einen Niemandsmensch machen, um seine Glaubwürdigkeit sehr in Frage zu stellen. Also, wie bei fast allen Whistleblowern gibt es auch hier ein Restrisiko, dass diese Aussagen frei erfunden sein könnten. Erstaunlicherweise decken sich seine Aussagen jedoch auch mit anderen Ufologen oder Menschen, die ebenfalls Kontakt zur Area 51 oder zur S4 hatten. Mittlerweile gibt es auch auf Deutsch einige Videos auf YouTube und Zeitungsartikel bzw. Artikel auf verschiedenen Internetseiten, die natürlich zum Thema passen. Es gibt zahlreiche Informationen über ihn auf YouTube und sonst wo. Man muss seinen Namen nur mal kurz googeln und man wird erschlagen von Informationen und Widersprüchen. Ich empfehle nur jedem, den das Thema interessiert, sich seine eigene Meinung zu bilden. Vielleicht auch ein bisschen ab von der Meinung des Mainstream. Der Bursche gibt uns jedenfalls genug Anlass, ein bisschen genauer nachzuforschen. Tobi von Exopolitik hat ebenfalls schon vor 3 Jahren einen interessanten Artikel verfasst, in dem er bestätigt, dass die Aussagen von Bob Lazar korrekt sein müssen. Damals hatte er über das Element 115 einige Eigenschaften preisgegeben, die damals noch nicht nachzuprüfen waren, da das Element 115 damals noch nicht künstlich hergestellt werden konnte. Wie sich herausstellte, konnte man mit der Schaffung dieses Elements 115 eben diese beschriebenen Eigenschaften nachvollziehen und beobachten, die der gute Bob bereits vor 20 Jahren
aufgezeichnet hat. Ferner war es sogar Bob Lazars Aufgabe, eben dieses Element 115 ausfindig zu machen und somit den Treibstoff dieser Untertasse zu identifizieren und seine Funktionsweise zu verstehen bzw. seine Rolle in der Antigravitationstechnik zu verstehen. Barry startete den Reaktor, der aus einer flachen Platte und einer Hemisphäre in Form eines halben Basketballs bestand. Nach der Aktivierung konnte man die Sphäre nicht mehr berühren. Wenn man die Hand darauf legen wollte, war es wie die zwei Pole eines Magneten. Genau die gleiche Art von Kraft. Wir haben einen Golfball danach geworfen, welcher nach dem Abprallen eine Deckenplatte löste. Allein dies ist schon unglaublich und könnte alles verändern, was wir zu wissen glauben. Nach dem Ende seiner Tätigkeit in der besagten Area 51, Sektion 4, begannen einige seiner Kollegen und Mitarbeiter zu verschwinden oder auf seltsame Art und Weise Selbstmord zu begehen. Diese und andere Tatsachen, unter anderem ein gescheiterter oder vielleicht absichtlich nicht vollzogenes Attentat auf ihn, haben ihn dann dazu gebracht, an die Öffentlichkeit zu gehen. Da er ja bereits ein gewisses mediales Interesse in der Vergangenheit erzeugt hatte, hat er sich dadurch in einer gewissen Sicherheit wiegen können, wie ich finde, auch funktioniert haben könnte. Er sagte dazu, eigentlich wäre mein Verschwinden zu diesem Zeitpunkt jetzt sehr verdächtig und würde da nur mehr Glaubwürdigkeit schenken. Seine Arbeit in der Sektion 4 war auch nicht besonders angenehm, wie er berichtet hatte. Er konnte in das Raumschiff nur in den unteren von drei Teilen und wurde zu jeder Zeit von drei nicht besonders freundlichen Sicherheitsmännern begleitet. Und jedes seiner Bewegungen wurde dokumentiert und festgehalten. Also selbst wenn er wollte, er hätte dieses Projekt gar nicht sabotieren können oder etwas anderes, wie von ihm gewollt wurde, tun. Seine einzige Aufgabe lag darin, das Element 115 als Energiequelle ausfindig zu machen und hat dabei herausgefunden, dass bereits 223 Gramm davon ausreichen, um ein Raumschiff dieser Art 20 bis 30 Jahre lang zu betreiben. Dazu hat er auch noch gesagt, dass es in der besagten Sektion 4 mehrere hundert Kilogramm dieses Element 115 lagern sollten. Die Herkunft ist ebenso dubios wie der Rest der Geschichte. Es soll nämlich Handel zwischen außerirdischen Lebensformen und der US-Regierung gegeben haben, bei dem die Außerirdischen nicht nur ihren abgestürzten Müll hier lassen, sondern uns auch noch anscheinend ein im ganzen Universum wahnsinnig seltenes Element dalassen. Total verrückt. Was glaubt ihr? Schreibt's mir in die Kommentare. Heute, nach über 20 Jahren, lebt dieser Kerl immer noch und erfreut sich bester Gesundheit, doch konnte leider mit keinen weiteren neuen Informationen rausrücken. Wir werden uns wohl gedulden müssen, bis andere Whistleblower mit deckungsgleichen Geschichten ans Licht kommen, die seine Geschichte glaubwürdiger erscheinen. Wenn dir mein Video gefallen hat, würde ich mich über deine Anerkennung in Form eines Daumens nach oben freuen und das Allergrößte wäre, wenn du ein Abo mit Benachrichtigungsglocke dalassen würdest. Dann freue ich mich, dich auch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen, wenn es dann wieder heißt, das Universum bist du, fang bei dir an. Peace!